Ein neues Feature in EDIUS 8.2 ist das Motion Tracking. Mit dem Feature können Objekte maskiert und in ihrer Bewegung verfolgt werden. Damit ist das manuelle Setzen von Keyframes nicht mehr notwendig. Das Motion Tracking ist in EDIUS über den Maskenfilter anwendbar. In unserem Beispiel möchten wir das Markenlogo auf dem Kapuzenpullover unkenntlich machen. Mit dem Motion Tracker ist dies sehr einfach möglich. Legen Sie dazu zunächst einen Maskenfilter auf den Clip. Ziehen Sie dann eine Maske um das entsprechende Objekt. Über den Maskenfilter können Sie wie bisher einen beliebigen Filter anwenden, entweder innen oder außen. Wenn Sie Objekte unkenntlich machen möchten, eignen sich dazu verschiedene Filter, wie zum Beispiel die Gaußsche Unschärfe oder der Mosaikfilter. Wählen Sie einen Filter aus und gehen Sie dann in die Filtereinstellungen. Hier können Sie den Effekt individuell anpassen. Da sich das Objekt in unserem Video bewegt, muss es getrackt werden. Um das Motion Tracking zu starten, aktivieren Sie die Funktion und drücken Sie auf Start. Nun wird die Bewegung des markierten Objekts analysiert und automatisch Keyframes gesetzt. Das Tracking kann auch rückwärts abgespielt werden. Mit dem Motion Tracker können Sie Gegenstände nicht nur unkenntlich machen, sondern diese auch in ihrer Erscheinung verändern. Wir haben uns entschlossen, das Logo doch im Bild zu lassen, möchten es aber umfärben. Statt dem Mosaikfilter wenden wir nun die 3-Wege-Farbkorrektur an. Aktivieren Sie die Key-Anzeige, um das Logo auf dem Pullover zu isolieren. Flächen, die weiß dargestellt werden, können mit Hilfe des Farbrads umgefärbt werden.